Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Was ist denn das Schwarze da unten? Interessant. Aha. Ja, wir sind wieder an Bord der USS Constitution, wo wir ja das letzte Mal verreckt sind. Alten Spielstand geladen und dann nochmal hier hingelatscht. Ihr habt also nichts verpasst. Es kann sein, dass in dieser Aufnahme der Sound ein bisschen seltsam ist. Ich demonstriere das mal ganz kurz. Wer den Fallout 4 Sound kennt, der weiß, das hört sich jetzt irgendwie anders an. Warte, ich mach's nochmal. Das Hallen ist neu. Das ist eine Mod. Die habe ich mal installiert. Testweise. Die fügt Echos und Ambient-Sounds hinzu. Ich find's geil, besonders in Innenräumen. Das wirkt da schon sehr einschüchternder, wenn eine Waffe abgefeuert wird. Aber wir werden sehen, wie sich's anhört. Das werde ich dann in der Post-Production sehen, wie sich's anhört. Wir müssen reden. Du bringst mich völlig aus dem Konzept. Weißt du das? Wie? Du mich aber auch. Ich hatte einen Grund. Einen guten Grund. Oh ja, ich habe meine Gefühle schlechter unter Kontrolle als zuvor. Und du bist keine Hilfe. So wie du mich, arme kleine Curie, neckst. Aber nicht nur du. Manchmal reicht ein einfaches Kompliment wie schöne Frisur. Und ich bin neben der Spur. Manchmal schlagen Leute dann die merkwürdigsten Dinge vor, was mich noch mehr verwirrt. Warum machen sie das? Nun, wir könnten noch mehr flirten, das ist irgendwie nicht. Die Schüsse im Hintergrund, die machen mir ein wenig Sorgen, aber ich kümmere mich mal nicht drum, ne? Der Sound ist wirklich viel besser geworden. Das ist auch, nämlich auch neu. Also der Sound in Entfernung wird auch verbessert durch die Mod. Führst du eine Art psychologisches Experiment durch? Ich nutze mal die Chance. Ich habe es auf Twitter schon geschrieben, aber ich denke in letzter Zeit drüber nach, ob ich nicht Mod-Reviews zu Mods auf der PS4 machen soll. Besteht da Interesse dran? Also immer mal wieder ein Video machen, in dem ich ausgewählte Mods zu einem bestimmten Thema raussuche. Zum Beispiel lauter Wohnungsmods, also Häusermods, also verschiedene Mods, die verschiedene Wohngebiete oder Wohnorte ist einfügen. Alles in Ordnung? Weißt du was, das kann ich jetzt machen. Das, hier. Wer schießt hier denn schon wieder? Das ist so unglaublich. Nicht mal einmal ungestört reden kann man hier. Was schießt denn da? Ein Idiot gegen ein Raider-Abenteurer. Was? Die Kuh heißt Idiot? So, war's das jetzt? Ist hier jetzt wieder Ruhe eingekehrt? Nee, da immer noch. Ein Raider-Abenteurer. Gibt's doch nicht. Na? Drücke ich den Kopf rein oder? Was ist denn das Schwarze da unten? Muss ein Renderfehler sein. Ganz komisch. Was ist das jetzt? Ist jetzt Ruhe im Kasten. Ja, gut. Hoffen wir mal, dass der Idiot da unten überlebt. Curie, du wolltest mit mir reden. Ich habe übrigens auch eine Mod installiert, die Tageszeiten langsamer vergehen lässt. Ne? Also, falls sich jemand wundert. Hey. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Hast du Zeit? Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Ja klar. So, machen wir das nochmal. Du mich aber auch. Ich hatte einen Grund. Ich habe meine... Aber nicht manchmal... Aha. So, gehört zum Menschensein dazu, flirten, gewöhnlich daran, voller Leben. Nun, ich kann es den Leuten, ich habe ja schon mal selber gesagt, schöne Frisur, von dem her. Du bist einfach umwerfend, wenn du verwirrt bist. Du machst mir was nicht gerade einfacher. Du, ich muss das in den Griff bekommen, wenn ich meine Experimente je fortsetzen will. Ach so, das war's schon. Hey. Was für dich habe ich Zeit? Na gut. Gut, dann reden wir jetzt endlich mal mit dem Captain, so wie wir es letzte Folge auch gemacht haben. Dann werden wir angegriffen und diesmal, hoffe ich, sterbe ich nicht. Captain! Ich will nichts mehr hören, Mr. Navigator. Das Krähennest soll sofort 2-Backbord absuchen, aber zackig! Hi, Captain. Unser Soldat ist eingetroffen. Der erste Mart hat sie hoffentlich nicht zu hart angenommen. Ist lange her, dass wir die Kongressarmee gesehen haben. Erster Mart? Kongressarmee? Warum redest du so komisch? Das ist der Stolz unserer Marine, die USS Constitution. Als ihr Kommandant habe ich die Ehre, ein gewisses Maß an Anstand von meiner Crew zu verlangen. Mhm, kennen wir ja schon, aber ich lasse es trotzdem mal auslaufen.
Was machst du überhaupt hier? Auf diesem Schiff? Es ist uralt. Dieses Schiff war mehr als einmal das Herz der Seemacht unserer großen Nation. Ist es da nicht recht, dass sie ein weiteres Mal diese Rolle einnimmt? Und du hast hier das Kommando, was? Die Befehlskette will es so. Sie beginnt mit unseren erhabensten Admirälen und endet bei den niedersten Wachbots. Nachdem alle unsere Waffengüter gefallen waren, nahm ich das Kommando widerwillend an mich. Der Ausguck hat gesagt, dass ich hochkommen soll. Warum? Ich gebe zu, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie besuchen dieses stolze Schiff in schweren Zeiten. So lange an diesem windigen Liegeplatz. Verflucht sollst du sein, Sparkasse Weatherby. Ich spucke auf dich! Wie ist es überhaupt hier hochgekommen? Das ist kurios. Sollten Boote nicht eigentlich im Wasser liegen? Eine schreckliche Geschichte, keine Fragen. Das heißt, höchstwahrscheinlich. Als ich kam, war sie schon hier. Mitten auf dieser Sargasso-See aus Schutt und Unglück. Was mich am meisten ärgert, ist die Unfähigkeit, dem Krieg zu helfen. Meine Kanonendecks haben nichts als Maulwurfsratten und Taugenichtse als Ziele. Genug der Höflichkeiten. Einige Systeme der Constitution müssen repariert werden, damit wir diese Mission angehen können. Was für ein Krieg. Der gegen das kommunistische China natürlich. Aber wenn Rotröcke oder Kanadier vorbeischippern, kriegen die auch den Hintern voll. Versprochen. Die Rache für die Einäscherung unserer Hauptstadt wäre ein süßer Triumph. Oh ja. Sprechen Sie mit dem Bootsmann und mit Mr. Navigator. Sie werden Ihre Anweisungen weitergeben. Wegtreten. Beeilt euch, Leute. Plünderer im Anmarsch. Soldat, an die Kanonen. Töten nur als Ultima Ratio. Meist reichen ein paar Warnschüsse, um dieses Lumpenpack zu vertreiben. Die Kanonen sind bereit. Da wollen wir es nochmal testen, ja? Alter, das ist so krank. Einfach immer weiter feuern mit Kanonen. Ich schieße ja schon so schnell ich kann. Ist da irgendwie eine Anzeige dafür, dass die bereit sind? Hat's jetzt gefeuert? Alter! Plünderer. Ah, was ist das denn? Ausguck. Was macht der Ausguck da unten? Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Alter, das gibt's doch nicht. Diese verfickten Granaten immer. Diese blöden, verfickten Granaten. Jetzt darf ich wieder zum blöden Arzt rennen und wieder zur USS Constitution rennen. Das geht mir so auf den Sack. Wieso können die Granaten werfen mit 100%iger Genauigkeit? Ich will eine Mod haben, die allen Raidern und allen Gegnern Granaten aus dem Inventar wegnimmt. So ein Scheiß. Hilfe bei der Verteidigung von Red Rocket. Muss ich auch mal aufbauen. Die Verteidigung von Red Rocket. Alter, das ist so eine Scheiße nervig. Jetzt darf ich da wieder hinlatschen und ich bin an derselben Scheiße gestorben wie beim letzten Mal. Hallo, ich bin Mac. Könntet ihr neues Zaumzeug machen? Moment. Du blöde Kuh, ja? Mac. Hey, Kumpel. Hallo, ich bin Mac. Bist du neu in Bunker Hill? Für 10 Kronkorken kann ich dich rumführen. Niemand kennt den Ort so gut wie ich. Das ist übrigens einer der Nachteile von der Mod. Jetzt hört man genau zu. Hört man genau auf das Echo. Kann ich die nicht kostenlos kriegen? Gut. Der Markt ist da hinten, die Bar an der Ecke und die Toilette ist da an der Wand. Tschüss. Das ist der große Nachteil in der Mod. Es heilt hier extrem. Also in Innenräumen heilt es extrem. Ich schieß mal ganz kurz. Ja, gut. Ich habe genug Ressourcen. Also hier heilt es nicht so extrem, aber wenn ich weiter reingehe, dann wird es ja immer enger und immer kleiner. Zu viele Meilen auf der Straße. Das ist die Bezahlung schrecklich. Ja, also... Du kommst bestimmt aus einem Doc. Der Boards, oder? Doc Weathers biegt sämtliche Verletzungen ein. Ja, wirf mal einen Blick darauf, Doc. Sag mir... Ich habe in letzter Zeit ziemlich was ab. So. Also man hört's. Das wäre geschafft. Stört dich.
Das war's. In Ordnung. Stimmt. Man hört so ein bisschen, das Hallen kann schon etwas extrem sein. In Innenräumen. Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Genau, hast du das meine ich. Zu tragen? Ich kaufe und verkaufe alles, was das Herz begehrt. Nee, ich glaube, ich habe sogar schon gekauft und verkauft, ne? Hey, ich will mich entspannen. Ich war ganz schön lange unterwegs. Ja, nicht nur du. Und ich gehe wieder raus hier. Eigentlich ist mein Ziel ja die Prytwyn, ne? Wieso kann ich eigentlich nicht die Bruderschaft anfunken und sagen, hey, Bruderschaft, hier sind ein Haufen Vorkriegsroboter mit einer USS Constitution und die USS Constitution hat, offensichtlich Vorkriegstechnologie am Rumpf. Bug, Heck, am Heck. Guckt euch das mal an. Was haben wir denn hier? Luca-Cola! Und Blähfliegenflash, das hat gerade geruckelt. Geladen oder was auch immer. Ich bin jetzt mal ganz gewitzt. Ich bin jetzt mal ganz extrem gewitzt. Ich bereite mich jetzt vor. Wo ist denn jetzt die Mine? Ich habe keine Mine? Na gut, dann. Ach doch, da später Mine. Wie witzig ich doch bin. Es ist auf dem Gebäude. Das ist die USS Constitution. So. Und dann machen wir wieder selber Molotovs. Fracks. Scan-Vorgang. Datensatz gefunden. Ja, ich hab's verstanden. Ja. Ich war in der Armee. Befehl, Sir. Der Captain. So, letzte Reise trifft den Kapitän. Machen wir. Müssen wir wieder hochlatschen. Darf ich wieder rausschneiden? Wetten? Eigentlich könnte ich die Aufnahme auch beenden und dann wieder starten. Das ist so scheiße nervig. Aber für den Fall, dass noch was passiert, lass ich's laufen. Ach so, ja, klar. Ich hatte mir den Gedanken gespielt, Mod-Reviews zu Mods auf PS4 zu machen. Das heißt, einfach mal, ja, wie gesagt, zu bestimmten Themen einfach Mods raussuchen oder gucken, was es für Mods gibt und dann zu bestimmten Themen Mods zusammentragen und dann einmal die Woche oder sowas ein Video zu diesen Mods zu machen, also zu ausgewählten Mods. Hier spricht der Captain. Wir nehmen eine Soldatenprobe auf. Räumen Sie die Koje frei. Deaktivieren Sie die Verteidigungssysteme. Machen Sie Platz! Aber wäre nicht ganz interessant, weil ich glaube, es gibt nicht so viele. Dieser Soldat ist unser Gast an Bord. Es gibt nicht so viele YouTuber, die Videos zu PS4-Mods machen. Ja. Erster Mal, hier spricht der Captain. Dieser Soldat ist kein Eindringling. Herr, bitte Erlaubnis. Was jetzt? Bestätigt. Zurück! Das ist ein Befehl! Und benutzen Sie den Akzent, verdammt nochmal! I can. So. Also schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von der Idee mit den Mod-Reviews haltet. Denn ich glaube, es gibt nicht so viele, die tatsächlich Reviews bzw. Videos zu Mods auf PS4 machen würden oder machen. Einfach weil es gar nicht so viele Mods gibt. Oder sonst was. Ich will nichts mehr hören, Mr. Naviga. Ah, nee. Das Krähennest soll sofort 2-Backbord absuchen. Hallo. Aber zackig. Hi, Captain. Unser Soldat ist eingetroffen. Den ersten Mart hat sie hoffentlich nicht zu hart angenommen. Ist lange her, dass wir die Kongressarmee gesehen haben. Bist du defekt? Warum zum Teufel reden? Diese kuriose Anstößigkeit einfacher Soldaten. Das wärmt einem die Schaltkreise. Das ist der Stolz unserer Marine. In Ordnung. Was machst du überhaupt? Dieses Schiff. Der Ausguck hat gesagt, dass ich hochkommen soll. Ich gebe zu. Sie besuchen. Traurig. Für so ein historisches Schiff. So viel Vergangenheit. Hier zu bleiben ist traurig. Da sind wir einer Meinung. Was mich am meisten ärgert, ist die Unfähigkeit, dem Krieg zu helfen. Meine Kanonendecks haben nichts als...
Genug der Höflichkeiten. Sag mir einfach. Guter Mann, sprechen Sie mit dem Bootsmann und... So. Nein, jetzt nicht. Jetzt, Kyri, du bist doch kaputt im Kopf. Ja, das ist eine gute Erkenntnis. So, jetzt gucken wir nach, ob wir die so schnell wie möglich erledigen können. Ich bin so verrückt. Schalte nach dem Schützenauto, bist du bescheuert? Der ist direkt neben dir. Feind entdeckt. Genau da. Es geht doch. Ja, ich schieße doch schon. So schnell darf ich doch gar, kann ich doch gar nicht schießen. Wieso bist du kopflos? Was soll das? Du bist kopflos. Jetzt schieß. Gebäude rein, in das falsche Stockwerk rein. So, da war noch irgendeiner. Da sind doch noch welche! Ja, so, jetzt reden. Okay, was gibt's denn eigentlich? Ich frage erst mal. Was ist denn mit dir? Es geht um etwas Persönliches. Also, ich habe meine Gefühle schlechter unter Kontrolle als zuvor. Und du bist kein... Ja, das kennen wir schon. Nicht nur du. Das kennen wir auch schon. Das kennen wir auch schon. So. Du bist einfach um. Du machst mir das nicht gerade einfach. Ich muss das in den... Aha. So. So, dann wäre das endlich mal geschafft. Ich muss mir so schnell wie möglich ein Bett suchen, für den Fall, dass ich hier nochmal verrecke. Also, wir sollen... Also, das war ja eine Nummer. Das war ja eine schwere Geburt hier. Sprich mit dem Navigator und sprich mit dem Bootsmann. Okay. Die sind unten, oder? Übrigens, die Raiderin, die gerade kopflos war, das ist ja... ist wahrscheinlich ein Resultat von der Mod, die es mir erlaubt, Körperteile von Gegnern abzuschießen, während sie noch leben. Das buggt wahrscheinlich so ein bisschen rum, deswegen wahrscheinlich die Option, dass Kopfschüsse sofort tödlich sind. So, erstmal mit dem Ausguck reden, die Anwesenheit Demir. Ist für diese bescheidene Einheit eine große Ehre. Meine Programmierung würde es als fehlerhaft ansehen, wenn ich nichts einwerfe. Lang lebe der Captain! Wirfst du oft was ein? So wie du es nennst. In der Tat mache ich das. Ich rede vor Überschwang und nicht, weil ich 5-mal umprogrammiert worden bin, um diese großartigen Redewendungen und Anachronismen zu genießen. Mein Metallherz brennt vor Liebe und Zuneigung für unseren Captain. Hurra! Hurra! Warum bist du neu programmiert worden? Hatte das mit dem Captain zu tun? Ich verrate es Ihnen sicherheitshalber. Der Captain verlangt von der ganzen Crew eine gewählte Ausdrucksweise. Wir sind die Erben einer heiligen Tradition. Früher dachte ich, dass er, verrückt sei. Aber mit der neuen Programmierung erkenne ich seine große Weisheit. Unsere letzte Marineexpedition kehrte tapfer mit den dringend benötigten Vorräten zurück. Darunter auch Stromersatzkabel, Sir. Stromersatzkabel. Körperteile sehe ich mich leider nicht in der Lage, diese Kabel selbst zu reparieren. Ne, keine Sorge, das kann ich machen. Oh, machen wir. Warum ich? Vielleicht, ich helfe. Oh, machen wir. Ich kümmere mich sofort darum. Meine Aufregungsemulatoren leuchten im Mikrosekundentakt auf, sobald diese Sache erledigt ist.
bitte ich Sie inständig, meine unendliche Dankbarkeit entgegenzunehmen. Davon kann ich mir aber kein Essen kaufen. Naja. Optional, schnapp dir die Stromkabel. Ach, die brauche ich gar nicht zum Reparieren. Wo sind denn die? New Power Cables. Wie sind die Englisch? Ach, wahrscheinlich wollen sie unter Diverses kommen, statt Schrott. Genau. Es ist eine Ehre, auf einem solch sagenumwobenen Schiff zu dienen. Also, wie sollen hier irgendwelche Sachen reparieren? Ah, da. Die primären Stromkabel der USS Constitution, über die viele Systeme mit Strom versorgt werden, sind stark beschädigt. Ja, wir haben 3 Stromkabel. Wir könnten sie jetzt benutzen. Ach, machen wir einfach, komm. Du ersetzt das beschädigte Stromkabel durch ein neues Stromkabel. Deck von Eindringlingen säubern. Fehler. So, mein erster Mart, du spitzt so ein bisschen, ne? Bei dem ist die Neuprogrammierung nicht ganz geschickt, geglückt. So, wo ist jetzt das? Das ist unten, oder? Ja, wieso dampft das hier? Das muss ich bestimmt auch noch reparieren. So. Ah, da. Das ist interessant, dass man hier mit plus 3, also mit 3 plus Intelligenz, jetzt auch mal was machen kann. Ich mach das jetzt mal. Das ist, glaube ich, das einzige Mal im ganzen Spiel, in dem die Intelligenz für irgendwas genutzt wird. Außer fürs Leveln. Du besorgst sie aus redundanten und kaputten Systemkabeln und ersetzt mit ihnen das beschädigte Stromkabel. Juhu! Das war ja einfach. So, und dann ist das hier das letzte. Ach, weißt du was, da kann ich auch einfach das benutzen, die neuen Stromkabel. Da brauche ich meine Intelligenz nicht verschwinden. Wozu denken? So, und jetzt lass mich raten. Es gibt noch eine... Verstehe ich nicht. Wieso gab es dann jetzt dieses optionale Ziel? Oder gibt es noch kaputte Systeme, für die man andere Kabel braucht? Das würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt irgendwie Kabel besorgen müssten. Oder sowas. Na, keine Ahnung. Durch die Adern der Constitution fließt wieder Energie. Die Systeme, die so lange darben mussten, sind wieder lebendig. Glückwunsch! Hurra! Hussa, und so. Sind weitere Schwachstellen unseres Stromnetzes zu sehen. Das Netzrelais, über das ich mich leider beschwert habe, schwankt sehr stark. Oh nein! Warum schämst du dich dafür? Ist schlecht für die Moral, Sir. Es gab düstere Zeiten, in denen ich viele grundlose Beschwerden hatte. Über den Captain, die Führung des Schiffs und den Sinn unserer heiligen Mission. Aber ich erkenne meine Fehler. Und mit Ihrer Hilfe kann ich sie vielleicht wieder gut machen. Netzrelaisspulen sind sehr gewöhnliche Teile. Dürfte ich vorschlagen, in den Läden hier vor Ort nachzusehen? Das wäre sicher hilfreich. Guten Wind und nachlaufende See! Muss das sein? Abgeschlossen, sprich mit Übungs. Reparier die Netzrelaisspule oder kauf einen Ersatz. So was hier repariere ich. Ich bin doch schlau. So was kann ich doch. Das wäre ja unten, oder? Ach nee, hier, das Ding. Netzrelais. Einige Netzrelais sorgen für die Verteidigung der Energie auf die Schiffssysteme. Die Spannung schwankt allerdings stark, da eine der Netzrelaisspulen stark korrodiert ist. Netzrelaisspulen sind recht häufig zu finden, ja, stimmt, und bei vielen Schrotthändlern zu bekommen. Ein gut geschickter Ingenieur kann die Spule allerdings auch operieren. Bitte ich. Du schaltest den Strom ab und reinigst die Spule fachmännisch. Danach setzt du die Spule wieder ein und aktivierst das Stromnetz. Ich putz den Rost einfach weg. Die Systeme werden nun wieder gleichmäßig mit Energie versorgt. Da sind die nicht selber drauf gekommen. Einfach mal draufpusten. So, Bootsmann. Bosu. Hey, Bootsmann. Der Strom fließt stark und gleichmäßig. Und das ohne neue Spule. Ich würde applaudieren, aber kann dies aus Mangel an Klatschwerkzeugen nicht tun. Hurra, Sir! Hurra! Dann mache ich das einfach für dich. Mental, nicht wahr? Also kein Problem mehr mit dem Strom? Kein einziges. Er fließt wie ein Gewässer durch unsere Kabel. Ich denke, der Arzt wäre stolz auf uns. Der ich Arzt? Benötige keine weitere Hilfe. Was ist denn mit dem Arzt? Aber unser Mr. Navigator hat auch Probleme. Angeblich pfeift unser Lenksystem auf dem letzten Loch.
Sprechen Sie mit ihm, falls Sie es nicht schon getan haben. Leben Sie wohl! Dann will ich mal mit dem Mr. Navigator reden. Wo ist der denn, der Mr. Navigator? Oben oder unten? Oben oder unten? Oben oder unten? Er sieht nach unten aus. Er ist doch oben, oder? Also, der Mr. Navigator müsste oben sein. Der Captain hat doch wohl mit ihm geredet. Wie geht's denn jetzt wieder hoch? Das ist doch scheiße. Patrouille. Ja, patrouillier du mal weiter, ne? Wieso heißen die eigentlich nicht Seemann? Du bist ausgetrocknet und du bist leicht hungrig. Nein. Dabei habe ich schon die Tage verlangsamt mit einer Mod, damit ich nicht so oft trinken und essen muss. Allerdings kann ich das noch weiter verlangsamen. So. Und. So. Und so. Perfekt. Das Boot. Es ist auf dem Gebäude. Oh, Kikuri, das hast du schon so oft gesagt. Auch das hast du schon öfter erwähnt, aber ja. Ahoi, Soldat! Bedrohung durch Plünderer eliminiert. Schadensbericht folgt nach Abschluss planmäßiger Pflichten. Warum haben die Plünderer angegriffen? Plünderer haben Schiff 17 Mal angegriffen. 13% der Schiffssysteme zerstört. 5% des Laderaums zerstört. Logikfehler. Befehle des Kapitäns autorisieren Eliminierung von Plünderern ausschließlich zur Erhaltung des Schiffs. Keine Vergeltung? Wenn sie euch 17 Mal angegriffen haben, warum schlagt ihr dann nicht zurück? Diese Einheit schlägt umfassende Wartung der Kernprozesse des Kapitäns vor. Lenksystem offline. Diverse Fehler diagnostiziert. Erster Fehler, Lenkchip entwendet. Diese Einheit verlangt seine Rückführung. Und wer hat ihn? Wer hat euren Lenkchip entwendet? Lenkchip ist ein Eintrag auf der Liste entwendeter Gegenstände. Beschaffen Sie Chip in Plünderer Vorposten. Captain hat Belohnung für Rückführung genehmigt. Tödliche Gewalt nur im absoluten Notfall zulässig. Ich werde es mir merken. Und verfügbar, Sir. Ich werde es mir merken, ne? Also, beschafft ihr den Lenkchip? Kann ich das nicht auch so reparieren ohne Lenkchips? Jetzt mal ganz ehrlich. Ne, na gut. Beraten Sie sich mit dem Bootsmann und Mr. Navigator. Wieso bist du so gegen Gewalt? Captain Ironsides. Wenn die Plünderer weiterhin Torheit und Zerstörung verlangen, dann werde ich ihren Wunsch widerwillig erfüllen. Was schießt denn jetzt schon wieder? Keine Ahnung. Das ist immer noch schwarz. Komisch. Bescheuerte Plünderei. Halt, halt, halt! Alter. Kann doch nicht einfach so ohne mich runterfahren, das Ding. So. Hä? Ach so. Ihr lebt ja immer noch, stimmt ja. Da oben, das hätte ich niemals gesehen. Ach, ich mag den Soundmod. Die ist super. Die Mod, also nicht den. Nein. Alter. Das heißt heilen, verarzten, nicht reparieren. Ich bin noch kein Roboter. Ich muss die Augen öfter aufhalten. So. Von der anderen Seite festgekettet. Das war so klar, dass ich mich hier nicht von hinten reinschleichen kann. Vielleicht geht's trotzdem. Irgendwie. Hallo, Plünderer. Ihr seid gar nicht feindlich, hä?
Ich bin hier, um... um die Netzrelais... Nicht schießen! Diese Arschlöcher haben das Schiff nicht auf unsere Befehle angegriffen. Sie wollten dich sowieso nicht töten. Sie waren nur hinter den Scheißrobotern her. Das wage ich jetzt mal stark zu bezweifeln. Die haben mich nämlich schon zweimal getötet, du blöde Kuh. Ein paar von euch haben mich fast umgebracht. Wir haben diesen Verrückten gesagt, dass sie nicht angreifen sollen. Es ist nicht unsere Schuld. Aber als du auf die Constitution gekommen bist, sind sie völlig ausgetickt. Wie bist du überhaupt an Bord gekommen? Wir dachten, die würden dich durchsieben. Als US-Soldat hat man eben gewisse Vorteile. Er wusste, dass ich ein Armee-Veteran bin, also hat er mich an Bord gelassen. Armee? Ist das nicht so ein alte Welt-Unsinn? Wie auch immer. Du hast es also von innen gesehen, hm? Die Beute, die fette Ladung, die nur darauf wartet, geborgen und verkauft zu werden. Bitte? Was denn für Beute und fette Ladung? Da ist nur Müll drin. Ist der Kram da drin wirklich so wertvoll? Nun ja, wir könnten Diamond City mit diesem Zeug monatelang versorgen. Wir müssten nie wieder in der Gosse betteln. Du hast also mit der Blechdose gesprochen. Was hat er gesagt? Was glaubst du, was er gesagt hat? Keinen blassen Schimmer. Das einzige Mal, dass wir mit ihm geredet haben, hat er uns irgendwas von Kiel holen und so einen Mist zugeschrien, während seine Roboter über uns herfielen. Und? Ah, ja. Was hat er gesagt? Ich bleib mal vage. Ich vertraue der Frau nicht so ganz. Deine Männer haben ihm etwas gestohlen. Er will es zurück. Tja, das ist aber schade. Der ist jetzt Teil unserer Beute. Der? Weißt du, wofür er ihn braucht? Ihn? Für seine Raketen. Die riesigen, gottverdammten Raketen an der Seite des Schiffs. Er ist verrückt geworden. Und sowas in der Art habe ich mir schon gedacht, ja. Sowas in der Art habe ich mir schon gedacht. Ich nehme an, er will das Schiff wieder ins Wasser bringen. Oder sowas in der Art. Raketen? Warum baut er Raketen? Das weiß keiner. Vielleicht für eine Bombe. Vielleicht, um sich auf den Mond zu schießen. Wen interessiert's? Er ist unbezahlbar. Darauf kommt es an. Er? Ist der Roboter oder der Chip? Arbeite für uns. Hier gibt's noch Dutzende von uns. Ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Oberhand haben. Ich teile meinen Anteil nicht mit ihm. Willst du uns hinhalten, Davis? Kennst du einen magischen Weg dort rein? Der Typ hat ein Ticket an Bord, also halt Maul! Hilf uns, diese dumme Blechdose endlich zu zerstören! Warum denn? Was springt für mich raus? Was will dir die Blechdose denn bezahlen? Ein paar bescheuerte Dublonen? Schließ dich uns an und du schwimmst den Kronkorken. Also, bist du dabei oder nicht? Ist schon verlockend, aber... Ich muss darüber nachdenken. Ich finde, wir sollten Captain Ironsides helfen. Er ist besser als diese Leute. Überleg nicht zu lang, sonst knacken wir die Constitution allein. Und du gehst leer aus. Das will ich sehen, ganz ehrlich. Das will ich sehen. So, ich gehe mal ganz kurz was braten. Getränk. Nee, braten, genau. Meierloch Fleisch. Nö. Das will ich sehen, wie sie die Constitution knacken. Ja, sie redet einen Bock, Mist, die Frau, ey. Ah ja, ich kann ja schmutziges Wasser machen. Für Suppen. Und eventuell andere Gründe. Ich weiß aber nicht welche. So, wer bist du eigentlich? Ich habe keine Zeit für Leute wie dich. Das habe ich mir gedacht. Plünderer. Nuka-Cola. Waffenwerkbank. Aha. So, kunden wir doch erstmal aus. Wie viele seid ihr denn? Ich zähle bisher drei. Drei. Ja, das war's. Drei Leute wollen es mit der gesamten Constitution aufnehmen, oder wie? Ja, das ist ja ein Witz.
an der Oberfläche sehr verwirrend für mich. Ja, so ein bisschen, ne? Homeplate, Dinnergabel. Technisches Dokument, ja, schon wieder. Jetzt macht das Echo zum Beispiel nicht so viel Sinn, ne? Wegen dem Fenster. Also es macht schon in der Halle hier macht Sinn. Das Echo. Und es ist deutlich besser als Original. Und auch hier ist es deutlich besser als das Original, aber es macht nicht wirklich viel Sinn. Aber das liegt an der schlechten Sound-Engine von Fallout 4. Die ja einen Golden Joystick Award gewonnen hat, ne? Also Fallout 4 hat einen Golden Joystick Award für besten Sound 2016 gewonnen. Finde ich unverständlich. Verstehe ich überhaupt nicht. Abgesehen von der Musik und ein paar Sprechern ist der Sound in Fallout 4 nämlich grauenvoll. Also Soundeffekte sind gut, aber Sound Engine ist grauenvoll. Der direktionelle Sound ist grauenvoll. Da können Leute hinter einer Wand im Stockwerk über dir stehen und es hört sich so an, als ob die direkt neben dir stehen. Ah, okay, fünf ja, Leute. Ja, seit wir auf dem Schiff sind, haben wir ausgesorgt. Nicht nee, vier Leute. Diese Arschlöcher haben das Schiff nicht auf unseren Befehl hin angegriffen. Sie wollten dich sowieso nicht töten. Sag mal, wo ist denn euer komischer Lenkchip jetzt? Wo hast du denn den? Ach da. NX42. Ich könnte ihn jetzt nehmen und schnell wegrennen, ne? Ich könnte ihn jetzt nehmen und schnell wegrennen. Oder ich töte sie einfach alle. Sie hat ja gesagt, tödliche Gewalt nur im Notfall. Also probiere ich mich mal reinzuschleichen. Wenn Captain noch sagt, dann hat der Captain schon recht. Dachte, ich hätte was gesehen. Legen wir los. Ich hab das nicht gefallen. Spinnt die Frau. Wo rennst du hin? Will die fliehen? Das gibt's doch nicht. Hier kommt keiner weg. Haben nicht mal Rüstung, nichts. Das ist ein Witz. Wie wollten die Lappen das denn gegen die Roboter aufnehmen? Gar nicht. Ja, ich weiß, ich bin belastet. Jetzt nicht mehr. So, da ist nichts drin. Wieso ist da hier nichts drin? Schere, Glühbirne. Glühbirne kann ich mitnehmen, oder? Und auch die Flasche? Ich will die Flasche, nicht den Automaten. Ich kann die Flasche nicht aufheben. Wieso kann ich die Flasche nicht aufheben? Was denn? Die Flasche! Kann ich die wegschießen? Oder ist die nur Deko? Die ist nur Deko, ne? Das ist ja ein Scheiß. Okay. Provisorische Batterie. Hey. Willst du etwas von mir? Schnapp's dir. Ich habe Schutzmechanismen, die verhindern, dass ich so etwas tue. Oh, Kyrie, die Besitzer sind tot. Also wirklich, Mädel, du bist echt teilweise echt... Blöde Moralwerte. Na gut. Hatten die hier ein Bett? Nee, ne? Die hatten kein Bett, oder? Nee, hatten kein Bett. Homeplate? Was ist denn Homeplate? Ach so! Ach so, wegen Stoff. Eine Laborstation haben die ja auch nicht, ne? Das ist... na gut. Dann muss ich zurück nach Bunker Hill gehen und da pennen. Es sei denn, ich finde hier noch irgendwo ein Bett. Weil hier war ja auch noch irgendwo eine... Oh, Netzrelais-Spulen, zwei Stück.
Das ist doch kein Zufall. Das Boot, es ist auf dem Gebäude. Jetzt wiederholt die sich wieder. Das ist die USS Constitution. Kann ich da drin schlafen? Da könnte doch Kyri drin schlafen. Die ist doch so ein kleines Baby. Hey, Baby. So, war ein schlechter Witz. Schlosserhammer. Clipping-Fehler. Kann ich die jetzt aufheben? Die kann ich aufheben. War hier nicht noch irgendwo ein Plünderer? Der war da oben drauf, ne? Ich habe die Leiche rumfliegen sehen, glaube ich. Als ich vorhin mit der Kanone geschossen habe. Aber hier ist keiner. Na gut. Dann gucken wir im Nachbarhaus, ob wir da noch irgendwie... Da war nämlich noch ein legendärer Gegner, glaube ich. Patron, Stimpack. Ich glaube, wir müssen Anzeige bei der Polizei erstatten, oder? Und die kleinen Sachen gehören in Tütchen als Beweismittel. Oh, hier geht's in den Keller. Hier irgendwas Besonderes im Keller oder ist das einfach nur ein Keller? Einfach nur ein Keller. Interessant. Gut. Also der Sound ist schon extrem viel besser mit der Mod. Das ist echt schlimm. In der Beschreibung findet ihr den Link dazu, ne? Falls ihr euch fragt. Was für eine Mod das ist. In der Beschreibung stehen immer alle Mods, die ich derzeit benutze. Und ein Link zu der Mod. Wer hat die denn erschossen? Ich war das nicht. Das war das Gebäude, oder? Mit den legendären? Nee, das war das doch. Oh, Kyri, jetzt halt doch endlich mal die Schnauze. Du wiederholst dich jetzt schon zum 5., 6. oder 7. Mal oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich habe aufgehört mitzuzählen. Ah, das Giftbeschuss. Also. Das Ziel ist für 10 Sekunden vergiftet. Mit 3 Giftschaden. Ja, nett. Jetzt habe ich das Kampfgewehr aufgehoben. Das wollte ich natürlich nicht. Ich kann hier jetzt nichts anfangen, weil die zu schwer sind. Das heißt... Hey! Hol das Gewehr! Auf dem Gebäude. Das ist Schnapp dir die Waffe da drüben! Nimm die Waffe! Ich werde mich darum kümmern. Was Cotsworth wohl zu der USS Constitution sagt? Eigentlich müsste ich zurücklatschen und Cotsworth holen. Jeden Begleiter holen. So. Ah, ein Bett. Zwei Betten sogar. Da kann ich pennen. Sogar mehr als 2 Stunden. 3 Stunden.